kurze Frage in die Runde. Was schätzt ihr, wie oft ihr pro Jahr blinzelt? Grobe Schätzung. 200, okay. Ist knapp. Es ist so ungefähr 4,2 Millionen Mal. Wenn man das runterrechnet, sind es so 10.000 am Tag ungefähr, also ungefähr alle 10 Sekunden. Wenn ich das jetzt jedes Mal in vollem Bewusstsein machen würde, wäre ich heute nicht hier. Und ja, also ein tolles Beispiel, wie Automatismus im menschlichen Körper funktioniert. Und genau auch um Automatisierung geht es heute in meinem Vortrag, und zwar über Ansible. Das ist ein Configuration Management und Automatisierungstool. Da gab es gestern, glaube ich, einen Anfänger oder so einen Beginner-Vortrag dazu. Und ich möchte euch jetzt heute einfach auch nochmal kurz eine kleine Einführung geben und danach ein paar etwas fortgeschrittenere Anwendungsfälle von Ansible zeigen, was man damit alles Tolles machen kann. Kurz zu mir, ich bin Manuel Bonk, ich bin Consultant bei der Artix AG, beschäftige mich dort hauptsächlich mit eben Automatisierung, mit Ansible, bisschen auch mit SaltStack, Apache Kafka und Foreman, dem Foreman-Projekt. Da mache ich auch ein paar Pull-Requests ab und an, wenn es da was zu tun gibt, vor allem bei den Foreman-Ansible-Modules. Das sind Ansible-Module, mit denen man diesen Foreman-Client steuern kann. Und wir geben auch noch Ansible-Trainings dort. Kurzer Überblick zu Ansible. Das ist, wie schon gesagt, ein Configuration Management und Orchestrierungstool. Es funktioniert ohne Master und ohne Daemon, also muss nichts auf den Maschinen, die man automatisieren möchte, laufen, außer SSH, aber das ist ja im Grunde bei jedem modernen Unixoiden und auch nicht Unixoiden Rechner der Fall mittlerweile. Es gibt keinen zentralen Master, von dem aus das laufen muss. Also das muss nicht immer derselbe sein, sondern es kann irgendeine Kiste sein, die SSH-Zugriff auf die anderen hat eben. Es funktioniert nach dem Prinzip der Idempotenz. Das heißt, ich beschreibe nicht, wie ich etwas machen möchte, sondern ich beschreibe den Endzustand. Das hat den Vorteil, dass ich nicht wissen muss, wie sich mein System gerade, in welchem Zustand es sich befindet, ob das der gleiche ist, wie ich ihn schon haben möchte, oder ob das alles Kraut und Rüben ist. Ich schreibe einfach, wie ich es am Schluss haben möchte, und da kann ich es so oft ausführen, wie ich lustig bin. Am Schluss ist das Ergebnis immer das gleiche. Es wird, also die Ansible-Instruktionen werden in YAML verfasst. Das ist so eine Markup-Sprache, die bei vielen neuen, hippen Technologien verwendet wird. Die ist für den Menschen mehr oder weniger einfach lesbar. Man muss immer ein bisschen gucken, dass es mit den Einrückungen klappt, weil es darauf basiert und nicht so viel mit Klammern da los ist. Unten drunter basiert es auf Python, und es gibt in Python dieses Templating Engine, Jinja 2. Die kann man dort auch verwenden, um sich Files und Skripte generieren zu lassen, um die dann auf den Maschinen auszurollen. Kurzer Überblick zu den Tricks, die ich euch zeigen möchte. Zum einen das Werkzeug Ansible Pull vorstellen. Wird standardmäßig mit Ansible ausgeliefert, aber viele wissen nicht davon. Der Anwendungsfall ist zugegebenermaßen begrenzt, aber es ist ganz hilfreich, wenn man das mal braucht. Dann werde ich ein bisschen was zu Callback-Plugins erzählen, da im Speziellen zu dem JUnit-Callback-Plugin, dann der tollen Ansible-Funktion Omit. Anschließend nochmal was über Dictionaries mergen, also wenn man verschiedene Konfigurationsfiles hat und die dann am Schluss zusammenwurschteln möchte. Und dann am Schluss noch einen kleinen Trick, wenn man auch noch ein bisschen was mit Dictionaries rotieren möchte. Zu Ansible Pull. Angenommen, man hat irgendwie einen Haufen Rechner. Da passieren immer wieder irgendwelche Dinge von irgendwelchen Usern, man weiß nicht was, und man möchte, dass das alle so und so viel Zeiteinheiten wieder auf einen Ursprungszustand zurückgesetzt wird.
Und man hat jetzt nicht zwingend einen zentralen Knoten, der da immer über einen Cronjob das ausführen kann, sondern möchte, dass sich diese Maschinen, an denen der Home gefuhrwerkt wird, immer wieder selber zurücksetzen. Das ist ein Szenario, wofür eigentlich Puppet ideal ist, weil das, also da ist es ja so, dass sich ein Puppet-Client alle so und so, also in der Regel 30 Minuten bei dem Puppet-Master meldet und den Zustand wiederherstellt. Aber wenn man das nicht hat, wenn man schon überall Ansible verwendet und es nicht auch noch ein zweites Configuration Management Tool verwenden möchte, geht das eben auch mit Ansible. Zwar gibt es diesen Befehl Ansible Pull. Da gibt man über den Parameter -u einen Link zu einem Git-Repository an. Und in diesem Git-Repository liegt, also sollte ein Playbook liegen, in dem Fall hier play.yaml. Und das wird dann, dieses Repository wird geklont und dann das da drin liegende angegebene Playbook ausgeführt auf einem vorher definierten Inventory. Und hier dieser Task, der ja, legt einen Cronjob an, der alle 30 Minuten läuft und eben diesen Ansible-Pull-Befehl ausführt. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Wie kann man das lesen? Also wir haben hier dieses Playbook von gerade eben. Ich habe jetzt den Zeiteinheit nicht auf alle 30 Minuten, sondern auf alle 2 Minuten heruntergesetzt. Und dann kann ich das mal ausführen. Da legt er jetzt mir hier diesen Cronjob an und wir können jetzt mal nachher gucken, ob sich da was getan hat. Ein weiterer Trick, es gibt in, also Ansible ist er basiert stark auf Plugins, alles ist irgendwie ein Plugin am Schluss, auch zum Beispiel die Ausgabe, wie es gerade eben angezeigt wurde, auf der Kommandozeile. Das muss nicht immer auf der Kommandozeile sein, sondern wenn es zum Beispiel in einem, über eine Jenkins-Pipeline ausgeführt wird, Ansible, dann, ich weiß nicht, wenn das jemand von euch schon mal probiert hat, dann, wenn das fehlschlägt, wird es nicht immer in Jenkins auch so angezeigt, dass es tatsächlich fehlgeschlagen ist. Das ist nicht so wirklich praktisch und deswegen kann man sich dort die Ausgabe verändern, und zwar indem man ein Callback-Plugin dafür verwendet, nicht das Standard-Out, sondern ein JUnit-Plugin. Das kann man, hoppala. Das kann man sich so in seiner Ansible-Config hinterlegen, dass es eben nicht mehr Standard-Out ist, sondern JUnit. Und wenn man dann Ansible Playbook ausführt, dann wird es nicht mehr auf der Kommandozeile ausgedruckt, sondern es kommt am Schluss so ein XML-File dabei raus. Ich kann es nicht lesen, aber Jenkins kann es und das zeigt es dann lustig bunt an. Dann gibt es das Statement omit in Ansible. Das ist jetzt Gesetzesfall, man hat irgendwie, man entwickelt gerade ein Ansible-Modul und im Idealfall sollte man seine Software, die man entwickelt, ja auch testen. Und da kann man sich einen Tasks-File schreiben, in dem man dieses Modul, was man gerade entwickelt, angibt. Und angenommen, dieses Modul hat eine größere Anzahl an Parametern, von denen nicht alle Pflichtparameter sind. Das heißt, es gibt Fälle, wo man bei allen Parametern was setzen möchte. Es gibt Fälle, wo man nur bei 2 was setzen möchte. Man möchte aber jetzt nicht jedes Mal alle anderen, also wenn man jetzt irgendwie, man möchte es nicht, also angenommen, man testet es so, indem man einen Task-File sich schreibt, wo man dieses Modul eben reinschreibt und dann die ganzen Variablen, die ganzen Parameter, und man möchte es nicht, dass jetzt 5 schreiben für alle verschiedenen Fälle, welche Variable man alle hat, also auch die Anzahl. Dann zum Beispiel hier in dem Fall, wir rufen das Form and Organization Modul auf. Da ist ein Name Pflicht und ja, dieser Name ist das einzige und Status Pflicht. Und es gibt auch den zusätzlichen Parameter Label, den man nicht immer setzen muss. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie ein zweites von diesen Tasks-File schreiben möchte,
aber jetzt beim einen den Label setzen möchte und beim anderen nicht, dann kann ich das hier einmal inkludieren. Da wird nur der Organization State gesetzt und dann wird über den Default-Wert hier, weil diese Variable nicht gesetzt wurde vorher, diese Organization Label, wird dann über Default omit. Denkt das Modul nachher, dass dieses Label-Parameter nicht gesetzt wurde und macht dann einfach weiter. Es ist nicht wie ein leerer String einfach, sondern es weiß einfach nicht, dass dieser Parameter gesetzt wurde. Dann ein weiterer Trick, wenn man jetzt Configuration Files von verschiedenen Microservices hat und die sehen alle ungefähr gleich aus, also alle brauchen irgendwie Namen, alle brauchen irgendwie eine CPU-Anzahl, alle brauchen eine RAM-Größe, aber es gibt also viele von diesen Microservices haben überall die gleichen Werte und man möchte die nicht jedes Mal bei jedem Einzelnen setzen, weil man einfach einmal ein Default hinterlegen möchte, kann man das machen in Ansible, sodass man eben nur noch die Werte hinterlegen muss, die jetzt vom Default-File abweichen und nicht alle anderen. Das sieht zum Beispiel so aus, man hat hier seinen Default-Server, da sind standardmäßig 64 MB RAM, 2 CPUs, der State ist standardmäßig bei Started und man hat jetzt einen neuen Server, der heißt natürlich anders und der hat einen vom Standard abweichende, das ist ein schöner Typo drin, einen anderen Memory und wenn man jetzt eine Liste am Schluss, ein Dictionary am Schluss haben möchte, wo eben hier der New Server, der Name stimmt, der Kernel Memory, aber auch die CPU Count und der State ist, kann man das hier combinen mit den Default immer combinen mit dem individuellen und über das Recursive True kriegt man es dann hin, dass diese anderen Werte eben auch hier unten am Schluss übernommen werden. Dann, es gibt nicht oft den Fall, aber wir hatten es jetzt mal gehabt bei uns in der Firma, dass wir so eine Liste haben, die von Produkten auf Customer mappt. Und wenn man es jetzt andersrum haben möchte, dass man nicht von Produkten nach Customer, sondern von Customer nach Produkten mappen möchte, kann man das auch in Ansible machen. Das ist hier ein etwas längerer Ausdruck, den muss man sich jetzt nicht merken oder aufschreiben. Das ist auch, habe ich alles auf GitHub gepostet, diesen ganzen Code hier. Dann kann man das hier über diese schöne Schleife machen, dass am Schluss das hier bei rumkommt. Jetzt können wir nochmal gucken von unserem Ansible-Pull-Aufruf vorhin. Das Playbook, was ja gepullt wird jedes Mal, ist relativ simpel. Der schreibt einfach in ein Verzeichnis in Temp rein die aktuelle Uhrzeit zum Zeitpunkt der Ausführung. Jetzt können wir mal gucken. Im Crontab wurde von Ansible dieser Eintrag hier hinterlegt. Und gucken, ob das auch ausgeführt wurde. Und da sieht man jetzt, dass es in der Zwischenzeit einige Male ausgeführt wurde. Richtig. Und das waren jetzt so ein paar bisschen fortgeschrittenere Anwendungsfälle von Ansible. Es gibt sicherlich noch mehr, aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Gibt es Fragen? Anmerkungen, Kritik? Für das Pull
Ja, darum muss. Hallo, die Frage geht auf das Ansible Pool. Dafür muss aber Ansible auf der Maschine installiert sein. Ja. Also wenn ich dann eine nackte Maschine habe, irgendwann Server im XY, ja, wird das nicht funktionieren. Da muss wirklich Ansible vor Ort laufen. Richtig. Okay. Danke. Aber das könnte man sich ja zum Beispiel installieren, wenn man den Cronjob schon gerade ausrollt. Dann kann man ja vorher auch noch über ein Package das Ansible installieren. Ja. Okay. Da hätte ich selber gleich noch eine Frage dazu. Mit dem, auch zu dem Ansible Pool. Ist ja auch wahrscheinlich gescheiter, wenn man das von seiner. Da hat man eine Maschine, da wo man dann auf die anderen Server draufkommt und dann einfach in. Kann man da ja einen Cronjob ausführen oder einen SystemD-Timer oder sowas. Wieso sollte man es dann direkt von der Maschine runterziehen? Da hat man ja nur mehr zusätzliche Software und hebelt dann eigentlich das Prinzip, dass das Ding agentless ist, komplett aus. Ja, es ist ein bisschen gegen die Philosophie von Ansible, aber nur falls man es haben möchte, dann geht das auch. Das ist mehr so ein Proof of Concept. Ich habe es selber noch nicht irgendwo produktiv verwendet, aber es geht. Und also das, hat ja auch den Vorteil, dass falls sich irgendwas an dem remoten Repository ändert, dafür könnte man das. Dann müsste man das. Ja. Is it okay if I ask in English here as well? Again to the Ansible Pool, why wouldn't you rather go with AVX instead of Ansible Pool? AWX, you mean? Yeah. Because it's it costs money. No, it doesn't. It doesn't, okay. No, it doesn't. It is the tool that you would be using, if, especially if you want to schedule, if you want to schedule jobs, like in your instance when you did a cron tab. That's what AVX supports out of the box, or you probably were meaning the commercial solution, which is Ansible Tower. Yes. That one would actually be the one that's using an agentless solution, would make, well, even easier for others also to use, but this is one of the use cases where I think would be much more suitable. And Ansible Pool, like you mentioned yourself, is kind of breaking this philosophy, and it's nice that you showed it, thank you for showing an additional functionality, but this is also one other, let's say, I just mentioned, that can also be used in this instance, and it solves the problem of not installing Ansible on the host machine then. Yeah, there's always more than one way to do it. Ich habe eine Frage zu den Best Practices. Und zwar, was ich machen möchte, ich möchte Firewall-Rules provisionieren, die aber unabhängig sind von der unterliegenden Firewall. Also sagen wir zum Beispiel IP-Tables oder NF-Tables. Und womit ich ein bisschen hänge momentan, ist ich in der Überlegung, wie abstrahiere ich diese Regeln, um sie dann zu provisionieren, in welcher Form könnte ich die beschreiben, um sie dann quasi in verschiedenen Rollen zu verwenden. Also mein Gedanke war, ich habe einen Server und ich möchte den mit Ansible provisionieren. Ich habe verschiedene Rollen und jede Rolle macht halt irgendeine Applikation oder irgendeinen Container, der provisioniert wird, und die brauchen unterschiedliche Freischaltungen oder im Firewall-Rules, die ich dann über diese Firewall-Role provisionieren kann. Jede einzelne Applikation braucht andere Firewall-Freischaltungen, meinst du, oder? Zum Beispiel, also ich habe verschiedene, in meinem Playbook habe ich 5 Rollen und die brauchen halt, 2 Rollen davon brauchen unterschiedliche Firewall-Rules. Und so kann ich es quasi nicht alle auf einmal angeben. Also im Worst Case, quasi man braucht die eine, oder ich weiß nicht genau, ob die jetzt NF-Tables oder IP-Tables-Rules brauchen. Ich würde das gern generisch machen für beide und ich würde diese Rolle so schreiben, dass sie
generelle Rules, Firewalls Rules bekommt, die sie dann, je nachdem, auf welche Firewall am System läuft, richtig provisioniert? Das ist eine gute Frage. Also, Ja. Ein Talk dazu zu generisch ist meistens viel zu sehr Pain in the Ass. Also macht es lieber für ein Ding und nochmal für ein Ding, weil normalerweise wird es so komplex, dass du das dann wirklich zusammen schaffst, dass du mehr Arbeit hast, das irgendwie auszuprogrammieren in Ansible, als wie das zweimal zu schreiben. Ja, der Gedankengang dahinter war bei mir eher mehr so, dass ich unabhängig bin, welche Firewall ich jetzt verwende, ohne dass ich die Rolle im Playbook austauschen muss. Also dass ich quasi das Playbook schreibe und die Firewall am System dann austauschen kann, ohne das Playbook zu verändern. Dass ich quasi meine gescheduled Updates kann ich weiterlaufen lassen, ohne sie anzupassen, wenn ich jetzt die Firewall ändere. Weil meiner Erfahrung nach, wenn ich das jetzt für IP-Tables schreibe und IP-Tables verwende, dann never touch a running system. Dann wird da nie jemand die Firewall ändern, weil wenn er die Firewall ändert, dann vergisst man drauf, dass die Ansible-Rollen das verwenden und dann funktioniert wieder nichts oder wird das nicht richtig provisioniert. Dann andere Frage, wieso ist die Firewall selber dann nicht in Ansible drinnen? Dann muss man Ansible sowieso angreifen. Wenn man dann händisch was umprovisioniert, dann hat man gleich die komplette Ausrolle da drinnen. Aber ich glaube, das wird eine zu lange Diskussion darum. Also mein Standpunkt ist nur so, wenn man spezifische Fälle hat, ist es teilweise einfacher, das auf spezifische Fälle zu machen und generisch eher wegzulassen. Gut. Weitere Fragen, Anmerkungen, Diskussionspunkte? Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit.